Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute bin ich wieder für euch im MOP Remix unterwegs. Und zwar gibt es heute einen freudigen Anlass, denn Blizzard hat ein paar Fixes rausgehaut und unter anderem wurde mein großes Problem im MOP Remix gefixt. Und zwar hat das vielleicht der ein oder andere schon gesehen, habt da ja ein kleines Video gemacht. Mein großes Problem, um es kurz zu sagen, war ja die Geschichte mit den Assembl, wo man TMOG-Vorlagen rausbekommen hat. Problem war nur, sobald man einmal das Aussehen an sich hatte, konnte man die Dinger nicht mehr lernen und hat dementsprechend einen Haufen TMOG-Teile nicht bekommen. Blizzard hat es jetzt nun gefixt, etwa eine Woche nachdem ich ein Video gemacht habe. Natürlich haben sie mein Video wahrscheinlich nicht gesehen auf Deutsch, aber WoW Head hat auch ein paar Tage später einen Artikel dazu rausgehauen, unter anderem mit Unterstützung von Darkhal. Das ist auch jemand, der im All Things Discord und in der Data for Azeroth Seite aktiv ist, mit dem habe ich auch immer mal wieder Kontakt über das ein oder andere. Und ich denke mal, anhand dessen hat Blizzard so ein bisschen nach Feedback gefragt, was da das Problem ist. Und tatsächlich haben sie es gefixt. Und was mich überrascht, es ging relativ schnell jetzt und vor allem auch problemlos. Alle Sachen, die rumgespackt haben, bei mir und vielen anderen, sind jetzt raus. Wir können uns jetzt mal kurz die Händler angucken. Also ich rede jetzt quasi über diese kompletten Assemble und ihr seht, bei mir steht jetzt hier überall 100% dran. Ich habe die jetzt alle schon gelernt, ne? Hab ein paar hunderttausend Bronze rausgehauen, um dementsprechend jetzt diese kompletten Dinger zu kriegen. Hab immer noch einiges übrig an Bronze, wie ihr seht, bei dem Twink und auch bei manchen anderen, aber gut, ja, muss ich mal schauen, was ich damit mache. Das Schöne ist jetzt, durch diese Geschichte mit dem Fix, können wir jetzt mal reinschauen, seht ihr, sind die kompletten Händler bei mir jetzt aus dem MOP Remix raus und ich habe jetzt 100% von allen Händlersachen. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass Blizzard das so schnell und vor allem sauber hinkriegt, dass man wirklich jedes Assemble lernen kann, weil ich war ja bis auf 5 Stück, die ich lernen konnte, war ich wirklich bei allen rausgelockt. Und das freut mich wirklich extrem, dass sie da was gemacht haben. Da muss ich einen Hut ziehen, muss ich sagen. Aktuell brauche ich jetzt, wie ihr seht, nicht mehr sonderlich viel aus dem MOP Remix. Das sind jetzt halt hauptsächlich noch so ein paar Waffen aus den verschiedenen Gebieten. Also die muss ich jetzt die Tage noch fertig farmen. Da bin ich schon ein bisschen an den Rares dran und habe auch schon einiges gefarmt. Da sind, denke ich mal, ein gutes Stück mehr auch noch in den verschiedenen Zonen drin. Und jetzt so die letzten paar Sachen. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr glücklich über diese Geschichte. Ihr könnt jetzt auch mal gucken, einmal zu den Händlern gehen, wenn ihr Sample hattet, wo euch noch Teile gefehlt haben. Könnt ihr die jetzt einfach kaufen, wenn ihr die Bronze habt und bekommt dementsprechend alle Vorlagen, auch alle Removeden und alle, die man im Panda Remix quasi so farmen kann. Juti. Ach so, zwei Sachen sollte ich vielleicht noch dazu sagen. In diesen Vorlagen sind auch Items drin, die relativ kacke bekommbar sind. Und zwar einmal MOP World Boss Drops. Da sind eigentlich alle Teile drin, bis auf Umhänge, habe ich gesehen. Also mir hatten jetzt noch 15 MOP World Boss Drops gefehlt. Ich hatte fast alle. Und ja, jetzt fehlen mir hier nur noch ein paar Umhänge. 4 Stück sind es insgesamt. Wobei, das sind eigentlich nur 3, weil das hier ist derselbe Umhang in Ali und Horde. Also wenn man einen kriegt, hat man beide, ne? Also heißt, ich muss nochmal wegen den 2 Umhängen Orders farmen und wegen einem Umhang quasi Nalak. Und das andere, was auch noch mit reinspielt, ihr kriegt auch die verschiedenen Szenario-Loot-Geschichten. Und zwar die kompletten Rüstungsklassen, klappert das Ding ab. Was es nicht beinhaltet, sind alle Waffen. Das Gute für mich ist, ich habe die ja schon mal ein bisschen ausgiebiger gefarmt, würde ich mal sagen. Dementsprechend fehlt mir eh nur noch eine Waffe. Und was aber auch nicht drin ist, sind alle Umhänge, ne? Also ich muss jetzt wahrscheinlich die Szenarien doch noch ein bisschen weiter farmen für sowohl die Umhänge als auch die eine Waffe, aber zumindest sind alle anderen Rüstungsklassen schon mal raus, was schon mal eine erhebliche Hilfe ist bei den MOP-Szenarien. Der ein oder andere, der das gefarmt hat, wird wissen, dass das eine ziemlich ätzende Angelegenheit ist. Genau, das ist das, was ich euch zeigen wollte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr zu dieser Geschichte hier mit dem Fix steht. Ich finde es auf jeden Fall super duper. Das ist das Beste, was, glaube ich, die letzten Jahre in WoW gekommen ist für mich. Ich habe jetzt 1500 TMOG-Vorlagen plus gekriegt dadurch, die ich sonst nicht hätte kriegen können, was mich schon dezent runtergezogen hätte, wenn ich da nicht rangekommen wäre. Genau, versucht mal die ganzen Sachen zu kaufen, wenn es bei irgendeinem Problem mehr gibt. Schreibt mir das gerne auch in die Kommentare, einfach so ein bisschen als Feedback, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Chiller, bis dahin. Ciao.